Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Jetzt wollte ich mal so auf richtig cool machen. Ach ja, die bösen Bienen, die ja aussehen wie Dämonenbienen. Ja, die hatte ich ja total vergessen. Die Quest müssen wir auch noch machen. Ach, jetzt haben die mich total aus dem Tritt gebracht, Mensch. Ach ja, genau. Ich wollte jetzt hier eben so total cool, falsch rum. So total cool von dann reiten und rutsche erstmal in den Abhang runter. Was ist das überhaupt für ein Anfang einer Folge? Viel verpeilter kann ich wohl kaum anfangen. Da oben muss ich hin. Ich habe eben sogar noch in die Richtung geguckt von dem Observatorium. Und ich reite noch falsch. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen übrigens. Genau, wenn ihr das Video seht, ist es ja sogar morgen. Das passt ja sogar. Hier kommen wir nur zu der Quelle. Hier kommen wir nicht zum Observatorium. Wenn wir den Weg da unten rumreiten. Aber ich glaube, wenn ich hier mal querfeld einreite, dann komme ich da auch hin. Da brauche ich nicht unbedingt da unten den Weg hochzureiten und mich dann durch den Sumpf hochzuschlängeln. Das geht auch so. Gut. Da müssen wir auch demnächst mal noch hin. Da. Da erinnere ich mich noch ganz grob dran. Oh, kommen wir hier dran vorbei? Nein! Sag mir jetzt nicht, wir kommen doch nicht von hier oben dahin. Naja, nicht ganz. Aber hier geht der Weg hoch. Da haben wir... Ja, ein kleines bisschen Zeit haben wir gespart. Wobei das jetzt nicht wirklich die eleganteste Lösung ist, hier hochzukommen. Ich glaube, so viele Bäume, wie wir mitgenommen haben, also wir haben ja, wir haben den halben Wald abgeholzt hier. Oh. Schön brav hier warten. Aber guck mal, was man von hier oben für einen Blick hat. Auf ausgeblendete Grafikdetails. Der Sumpf, New Hillcrest, da hinten ist der Chumpy-Startplatz. Der große Donner. Vor Maria, die Sonneninseln. Hier hinten ist Südhof, der Steinkreis. Ja, man kann schon relativ weit gucken. Und da hinten ist Mistfall. Das vor Pinta. Ja, also doch, man hat hier schon echt eine ganz gute Aussicht. Muss ich schon sagen. Ah, jetzt. Wie war es in Firgrove, Tiffany? Hast du die Aufzeichnungen bekommen? Gut, dann verläuft zumindest das nach Plan. Was ich damit meine? Ach, es gibt ein paar Probleme mit den anderen Vorbereitungen. Ich weiß nicht, warum auf einmal plötzlich alles schief läuft, jetzt wo wir Chills wichtigste Mission umsetzen müssen. Hoch, oh, ja, da ist Syntax mal eben aufgeploppt. Hallo Syntax. Tiffany, du bist zweifellos bestrebt, die Operation Sommerregen voranzutreiben. Tja, leider ist das Ganze etwas komplizierter geworden. Ich lasse wohl besser Syntax die Situation erklären. Wir haben die gesamte Kommunikation in den GED-Netzwerken überwacht und auf der Ausgrabungsstätte in Old Hillcrest ist es nicht gut gelaufen. Frau Drake hat dem Vorstand gesagt, dass es Verzögerungen gibt, aber es ist noch viel schlimmer. Nicht nur, dass die Baustelle die Arbeiter krank macht. Es scheint auch, dass die Ausrüstung der GED das Draconium nicht extrahieren kann, ohne zu versagen. Das ist pure Zeitverschwendung. Dieses Wundermineral könnte die GED ruinieren. Stell dir vor, Tiffany, nach all unserer sorgfältigen Planung könnte es die Gier der GED sein, die ihr eigenes Verderben ist. Schreiben Sie sie noch nicht ab, Frau X. Wir haben Gerüchte über einen Plan B gehört, der alles ändern könnte. Leider habe ich wohl eine Firewall ausgelöst und die GED in den Paranoia-Modus versetzt, bevor ich die wichtigen Details erfahren habe. Totale Funkstille auf allen Kanälen. Was könnte sie alarmiert haben? Meine Hintertür war unmöglich zu entdecken.
Mach dir keine Vorwürfe, Syntax. Jemand aus unserer Organisation könnte sie auf deine Aktivitäten aufmerksam gemacht haben. Das ist nicht der erste Hinweis auf einen Verräter in unserer Mitte. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Möglichkeit, dass mein Code nicht perfekt ist oder dass uns einer meiner besten Freundinnen in den Rücken fällt. Wie dem auch sei, das ändert nichts an der Tatsache, dass du immer noch der beste Hacker in Jorvik bist. Wir müssen weitermachen. Dieser Notfallplan beruhigt mich. Er beunruhigt mich. Ein Wolf ist am gefährlichsten, wenn er nichts mehr zu verlieren hat. Das sind sehr weise und coole Worte. Da hat sie recht. Da Frau Drake im Dunkeln bleibt, müssen wir uns auf altmodische Spionage verlassen, um herauszufinden, was sie plant. Glücklicherweise hat meine raffinierteste Agentin, Silencia Tranquilla, bereits das Ziel im Visier. Triff dich so schnell wie möglich in Jarlaheim mit Silencia und erzähle niemandem sonst von deiner Mission. Wir wissen nicht, wem man trauen kann. Okay. Hä? Ach, da geht's raus. Ups. Wahrscheinlich ist es jetzt auch wieder das Beste, wenn wir uns einmal abholen lassen. Ist eigentlich doch, die Musik ist an, oder? Ja, die Musik ist an, die spinnt nur mal wieder. Wahrscheinlich ist es wieder am besten, wenn wir uns abholen lassen und dann von Moorland nach Jarlaheim fahren. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Musik. So ein ganz kleines bisschen. Jarlaheim. Auf geht's. Silencia Tranquilla besuchen. Ich hoffe übrigens, dass ihr im Hintergrund nicht den Ventilator rattern hört. Es ist einfach so unsagbar warm hier drin. Obwohl wir es schon relativ spät haben. 21:45 schon. Aber es ist immer noch sehr, sehr warm. Und ich habe hier den Ventilator auf höchster Stufe rattern. Und ja, es hilft so ein bisschen, wenn auch nicht so richtig viel. Aber naja, gut. Frau X hat dich geschickt. Hat sie dir auch gesagt, du sollst ein leuchtendes Neonschild mit der Aufschrift "Hier bin ich" tragen? Denn so sieht dein Outfit für mich aus. Vergiss es. Bleib einfach dicht bei mir und versuche, keine lauten Geräusche mehr zu machen. Ich muss ehrlich sagen, Silencia Tranquilla mag ich nicht so gerne. Die ist nicht unbedingt einer meiner Favoriten, weil die ist halt, sie ist sehr, sehr herrisch. Etwas Großes wird geschehen. Ich habe Frau Drake tagelang verfolgt und alles deutet auf ein streng geheimes Treffen hin. Genau hier in dieser Gasse. Frau Drake wird jetzt jeden Moment hier sein. Schnell, wir müssen uns verstecken. Entfessle deinen inneren Ninja und verstecke dich im Schatten. Vergiss es, du wirst auffallen wie ein Nashorn beim Rodeo. Suchen wir uns so etwas wie eine Kiste, in der wir uns verstecken können. Ja, und wo kommt Ghost hin? Toll, eine sehr gute Tarnung und gerade noch rechtzeitig. Hier kommt sie. Ghost steht da einfach noch rum. Wo ist er? Psst, gehen wir näher ran. Darko. Wobei das auch in Verbindung mit der Story komisch ist. Das ist nämlich eigentlich auch andersrum passiert, theoretisch. Frau Drake, endlich treffen wir uns. Wer sind Sie? Wo ist Herr Sens? Herr Sens konnte nicht selbst kommen, aber weil er solchen Respekt vor Ihnen hat, schickt er mich. Was sind Sie? Sein Assistent? Assistent? Kann ein Assistent die Kräfte von... Ja, Assistent. So etwas in der Art. Das Geschäft gilt. Sie stellen die Bergbauausrüstung zur Verfügung. Wir liefern Ihnen 50% des unverarbeiteten Drakoniums. 60%. Was? Aber wir besitzen die Extraktionsrechte. Aber ohne unsere Ausrüstung ist es nur ein wertloses Loch im Boden. Oder sie könnten ihre Arbeiter auch einfach weiter in den Wahnsinn treiben, indem sie ungeschützt dorthin schicken. Gut, 60%. Und Herr Sens stellt eine weitere Bedingung. Der alte Mann, Hermann, übergeben Sie ihn uns.
Er ist nur ein alter Pferdetrainer, der keine Ahnung hat. Wir planen, ihn gehen zu lassen, sobald unsere Anwälte sicherstellen können, dass er es sich nicht anders überlegen und uns wegen unrechtmäßiger Inhaftierung verklagen kann. Warum sollte sich Dacor für ihn interessieren? Sie bringen ihn zu unserem Frachtkahn am Morlandstrand oder das Geschäft ist geplatzt. In Ordnung. Und noch etwas. Draconium. Finden Sie nicht, dass Darkonium besser klingt? Fordern Sie Ihr Glück nicht heraus, Assistent. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin Kapitalistin, keine Ganovin. Oh oh. Wer war dieser durchgeknallte Typ? Den habe ich noch nie in Jarlaheim gesehen. Dacor? Und Frau Drake hat gerade versprochen, ihn deinen Freund Hermann zu übergeben. Das ist echt uncool. Oh ja, wir haben einen weiteren Tagebucheintrag für Frau Drake bekommen. Die bisher größte Aktion von Frau Drake ist der Bergbau in Old Hillcrest, wo eine Substanz namens Draconium gefunden wurde. Die Wissenschaftler von GED sagen, dass dieses neue Mineral das Potenzial hat, den globalen Energiemarkt zu revolutionieren. Frau Drake hat voll und ganz auf dieses neue Mineral vertraut und setzt dabei ihre Karriere aufs Spiel. Tja. So sieht's aus, ihr Lieben. Tut mir leid, dass ihr mich heute so oft verlesen habt. Ich bin irgendwie... Also, ich kann scheinbar nicht mehr lesen. So, ihr Lieben, das war's aber schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Sehr schön, dass ihr dabei gewesen seid. Freut mich. Und morgen geht's wieder in den Sattel für ein neues Stallgeflüster. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bis morgen. Wir hören uns. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hören. Und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.